Hallo und herzlich willkommen zu meiner 500. Minecraft-Folge. Ich bin der Eddie und ich möchte mich als allererstes mal bei euch da draußen bedanken dafür, dass ihr mir schon so lange die Treue haltet, immer fleißig Kommentare schreibt, immer um den guten Rat, nicht verlegen seid und mit dem Blick hier in den Sonnenaufgang. Hallo, als erstes möchte ich mich damit beschäftigen, dass ich damals vor 500 Folgen hier entlang gekommen bin. Hier, glaube ich, an dem Flussbett entlang. Irgendwo hier durch, soweit ich mich noch recht erinnere. Müsste man gerade fast mal nachschauen. Und bei der Friese möchte ich mich noch bedanken. Ganz kurz, weil der hat mir den guten Tipp gegeben, mit dem ich jetzt hier fliegen kann. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Und ja, wir fliegen nach hier, haben damals auf unserem Weg dieses Felsenmassiv hier entdeckt. Ich habe mich dann gleich darin verliebt, sozusagen, kann man sagen, fast schon, weil ich das so richtig klasse fand. Und dann haben wir hier als allererstes unsere allererste Bude reingebaut. Hier. Einfach mal, wie man es in Minecraft so macht, ein Erdloch gegraben und aus nostalgischen Gründen und sentimentalen habe ich hier die Fackel gelassen. Hier stand unser erstes Bett. Wir hatten hier mal ein Fenster drin zwischenzeitlich und haben gegen das eine oder andere Monster gekämpft. Wir sind dann weitergewandert hier rüber und hier unten durch in unser späteres Tal, dem wir dann die ersten richtigen Häuser errichtet haben. Material haben wir teilweise hier hinten geholt. Hier haben wir quasi ein Farming-Tunnel gebuttet, hier nach unten. Mit Mitte sieht man den Abgang. Ziemlich unspektakulär, aber sehr hilfreich in der damaligen Zeit. Später haben wir diese Brücke gebaut. Hier rüber haben ein bisschen die Lava gefasst, nach unten geleitet, das Wasser. Aber als erstes sind wir mal hier durch. Die Weinreben hingen hier noch nicht runter. Heißt es überhaupt noch Wein? Und haben als nächstes Projekt wieder ein Loch in den Boden gegraben. Und zwar hier. Später Stoff abgefarmt, hier Stein und Eisen und was man halt alles so braucht, um dann eine erste Hütte zu bauen, die unser Zuhause werden sollte. Das Ding hier ist ein bisschen zu klein geraten, wurde dann nicht unser Zuhause. Denn wir haben es später als, wie man hier durch die Tür erkennen kann, ist eine Leiter an der Wand. Es geht nach unten, auch hier in ein Höhlensystem nach unten. Da kann man auch sturzmäßig nach unten kommen, wird vom Wasser abgefangen. Und dann das war dann Nummer 3 sozusagen. Und dann haben wir dieses Flachgebäude hier gebaut mit dem Flachdach, das noch heute unser Haupthaus ist, denn wir haben im Bereich unter dem Berg unsere kompletten Vorräte gesammelt. Unseren ganzen Stuff, den wir jedes Mal brauchen zum Bauen, zum Überleben. Alles quasi so im Berg unterkellert. Das Gebäude hat ein schönes Flachdach mit Glaselementen hier oben. Sieht ganz nice aus. Übrigens eine andere Variation meines John Smith Texture Packs, das ich immer benutze. Bisschen mit 3D-Effekten und einem Shader. In Zukunft werden wir öfters mit Shader oder immer mit Shader spielen, weil ich es einfach richtig nice finde und jetzt auch damit spielen kann. Hier haben wir unsere Futterstation sozusagen. Das reicht uns. Bisschen Weizen, Karotten, Kartoffeln. Davon ernähren wir uns, wenn wir nicht ab und an mal hier, ja, bisschen Fleischvorrat beschaffen und ein paar Eier. Hier haben wir unsere Weide, wo unsere glücklichen Kühe, Schafe und Hühner leben. Hier eigentlich die Hühner da drin. Irgendwie scheinen die auszubüchsen. Ab und an. Wie auch immer. Jedenfalls fühlen die sich ganz wohl hier.
Dann haben wir hier auch noch einen Weg nach unten. Der unterkellert quasi unsere Weide. Da ist auch so ein Höhlensystem gewesen. Das haben wir ausgeleuchtet, damit nicht hier immer so Monstergeräusche umeinander sind. Das nachfolgende Bauprojekt nach dem war meines Wissens nach dieses hübsche Häuschen hier, das mir eigentlich am besten gefällt in unserer Welt. Mir persönlich. Das Design ist allerdings nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern da habe ich mich inspirieren lassen von einem anderen YouTuber, den ich früher ganz gerne mal geguckt habe. Aber ich kann mir so Sachen ganz gut merken und die dann auch recht gut wieder umsetzen. Mir hat hier diese doppelte, der doppelte Fürst mit dem Quer, mit dem Querfürst sehr gut gefallen, der auch doppelt rausgeht. Das ist wirklich sehr schön. Hier haben wir einen Pool, einen Whirlpool mit Lavaheizung, weil, wie wir hier sehen, oben auf den Ding hier liegt schon Schnee. Also wir haben es hier nicht ganz so miegeler warm, wollte ich gerade sagen. Und jedenfalls kann es da nicht schaden, wenn wir den ein bisschen beheizt haben. Übrigens, dieses Texture Pack hier, 3D, ne? Schick, gell? Die Schienen. Auch die Schere steht raus aus dem Bild. Wir können mal hier reingehen, komm. Wegweisend für die anderen Gebäude, die wir ähnlich aufgebaut haben. Wir haben ein Schlafzimmer. Meistens oder eigentlich immer Doppelbett. Bisschen Grünzeug in der Wohnung natürlich, weil grün finde ich schön. Und mit dem Shade wackelt das auch so schön. Hat was. Knistert das Feuer. Gegenüber haben wir das Badezimmer. Schön mit Dusche. Ohne Wand diesmal hier. Mag ich gern. Toilette. Klopapierhalter. Ein Bilderrahmen. An der Wand. Also ein Bilderrahmen, wo man was reintun kann. Ein Knopf, ein Steinknopf auf die Holz, auf den Holzklotz hinter dem Rahmen gesetzt. Das ist das Graue, was man da sieht. Und eine Wolle in den Rahmen. Dann gibt es so einen schönen, ja, fast wie Klopapierhalter. Dann haben wir hier ähnliches Prinzip. Das Waschbecken mit Warmwasser. Also der Hebel auf dem Klotz hinter dem Rahmen, der Rahmen oben drauf, im Rahmen roter Teppich. Unser Wohnzimmer in dem Gebäude, schön mit Kamin. Ist der gleiche Kamin wie aus von der Schlafzimmerseite. Den teilen wir uns hier. Und auf der gegenüberliegenden Seite die Küche. Einfache Einrichtung. Backofen. Herd mit Schränken. Waschbecken. So, als nächstes. Was haben wir als nächstes? Wir haben einen schönen Weg nach unten hier angelegt. Vom Whirlpool kommt der Wasserfall raus, der hier runterfließt und dann in diesen See mündet. Hier haben wir einen Steg drüber zu unserer kleinen Fischehütte. Die Fischehütte, klein, sehr praktisch eingerichtet innen mit einem schönen Stuhl hier, da können wir hinsitzen, die Angel hier ins Wasser werfen und einfach die Seele baumeln lassen. Die Fischerhütte natürlich aus Birkenholz überwiegend, denn Birken waren hier gut zu bekommen. Nebenan haben wir unsere Räucherkammer, oben hier mit Metallgittern, um die Fische aufzuhängen. Die hatten wir anfangs aus Holz, sind mal abgefackelt. Und ja, nebendran ein Tischchen, wo wir gleich unseren Fisch zubereiten können. Und da es jetzt so regnet und wir ja hier im Zaubermodus unterwegs sind, kümmere ich mich doch mal schnell drum, dass wir wieder Sonnenschein kriegen. Bis gleich. Und wie von Zauberhand hört der Regen langsam auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Dummerweise verschwindet die auch gerade wieder. Schade. Aber während die Sonne hier verschwindet,
fliegen wir ein Stück weiter, besuchen noch kurz unseren Marktplatz, der hier ist. Der hat natürlich keine Besucher mehr. Markt ist eher am Vormittag. Darum sind die alle schon nach Hause. Wir haben hier einige Marktstände mit einem Brunnen, schönen Baum gepflanzt hier in der Mitte. Bisschen Fressstände hier am Start. Und nebenan ein Kaffee. Schön am See gelegen. Hier. Sitzplätze innen, ein paar bunte Fenster, einfach Kaffee-Style. Mit einem kleinen Tresen hier, da hinten steht nochmal der leckere Kuchen im Regal. Und ich würde vorschlagen, bevor es weitergeht, kümmere ich mich nochmal um den Sonnenaufgang. Und somit wird es wieder Sonnenaufgang. Die Sonne geht hier hinten langsam auf, am Horizont, Richtung See. Und während die Sonne aufgeht, machen wir uns auf den Weg auf die andere Seite, über diesen Weg hinweg. Über unser Haus, Richtung Mühle. Wie die Sonne sich hier im Wasserfall spiegelt. Die Mühle hat übrigens oben kommt hier der Kamin raus. Der geht komplett durch. Wir schauen uns das mal kurz an. In der Mühle haben wir hier unseren Kamin, der wie gesagt bis da nach oben geht. Der hat mir schon mal ein klein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil etwas zu wenig Stein ringsrum und dann ist uns ein Teil der Mühle während des Baus abgefackelt. Wir haben hier einen Amboss, Hutablage, Kiste unten drunter. Ja, was man halt so braucht. Schön, wie die Sonne hier aufgeht. Neben der Mühle ist der Eingang zur Eisenbahn. Unser kleinere Bahnstation, da kommen wir nachher dazu. Aber wir gehen über diese Treppe nach oben zu unserem Middle Mountain Haus. Auch das Haus haben wir hier auf vorhandene Steine gebaut. Also die haben wir nicht selber hier hingemacht, sondern die waren da. Wir haben das nur ein bisschen umgeformt und haben dieses Haus da drauf gebaut. Und anschließend die Weinreben da nach unten angepflanzt. Wir fliegen mal über dieses Haus, schauen uns das von der anderen Seite an. Schick an den Felsen hingeklebt. Mit dem Treppenaufgang hier seitlich am Felsen. Da kommt man innen hoch ins obere Schlafzimmer. Und haben diesen Baum gepflanzt oder gebaut, besser gesagt. Hier unten unser Durchgang oder unser Weg vielmehr zu einem weiteren Gebäude. Natürlich immer hier wieder mit Grünzeug unterbrochen. Ich mag Grün. Dann haben wir hier diese Bogenbrücke auch mal gebaut. Ups, Daisy, hier haben wir mal die Bogenbrücke gebaut. Der Weg geht hoch zu unserem Middle Mountain Haus, geht wieder zurück über die Bogenbrücke zu diesem Berghüttchen, hätte ich fast gesagt. Da ist es so, dass wir natürlich auch hier innen einen Laptop stehen haben, wo wir unsere Videos schneiden können. Und klassisches Doppelbett und meine schönen blauen Blumen. Die mag ich einfach gern.
Okay, auch hier raus. Da geht es übrigens hier hinten, kann man durch. Auf die andere Seite. Hier außen kann man rum. Und hier haben wir von unserer Wiese einen Weg nach oben. Den können wir uns auch mal kurz anschauen. Wir haben hier einen kleinen Durchgang oder Durchblick geschaffen, wo wir wieder auf unsere Mühle sehen und in unser Tal hinein. Auch mit Grünzeug wieder hier am Start. Und eine kleine Terrasse, wo wir wieder über unsere Wiesen sehen. Und auf unseren Marktplatz. Was haben wir als nächstes noch? Wir können mal hier durchfliegen. Hier sind unsere roten Blumen, die ich immer pflanze. Zu jeder 100. Folge eine. Da werden dann also nach dieser Folge 5 stehen. Wir gehen mal weiter in unseren Bahnhofsbereich. Abfahrt täglich 11.30 Uhr zum Dorf. Und dann geht's mal los und wir sausen hier weiter. Haben auch unsere Eisenbahntunnel-Geschichte hier natürlich mit so kleinen Ausbuchtungen etwas schöner gestaltet. Gut, sieht man jetzt hier mit diesem klaren Wasser, sieht man den Ding sehr gut. Hier müsste man mit diesem klaren Wasser etwas verstecken. Aber hier geht es weiter. Auch da natürlich, sobald wir auf irgendetwas gestoßen sind, haben wir da das mit in unsere Bauwerke eingeplant sozusagen oder eingebaut. Und als nächstes haben wir ein Brett vorm Kopf. Hier ein Baumhaus. Das war eine etwas besondere Herausforderung für mich, muss ich sagen. Denn da hatte ich keine klare Vorgabe, wie das Ding werden soll. Und darum habe ich mir da nicht ganz so leicht getan, wie mit meinen anderen Bauwerken. Wir können mal ganz kurz hier durchs Dach reingehen. So, und da haben wir hier das Schlafzimmer. Hier haben wir unten einen kleinen Wohnbereich, von dem es auch nach unten geht, in zwei verschiedenen, auf zwei verschiedenen Wegen. Und haben hier hinten bei diesem schönen großen Bild auch wieder einen Laptop stehen. Für, ihr wisst schon. Als nächstes kommen wir hier heraus auf unseren Balkon, der natürlich gerade im Sommer ein bisschen Schatten bietet vor der Hitze. Das Ganze ist hier ein bisschen verziert mit so kleinen Knöpfen an der Seite. Vom Baumhaus geht es über diese Eisenbahnlinie zu unseren Villagern. Das Villagerdorf haben wir nichts verändert bislang, außer dass wir den Villagern einen kleinen Bahnhof gebaut haben, eine Haltestation. Damit sie zu uns kommen können, hat uns zwar noch keiner besucht, aber wir waren schon ab und zu mal bei denen. Die haben aber nicht sehr viele Gebäude und dann sausen wir auch gleich wieder weiter Richtung zu unserem letzten Gebäude. Das ist hier unser Forsthaus. Das Forsthaus hat eine Besonderheit, es hat ein bisschen andere Struktur. Oder ja, von außen, von der Seite sieht es aus wie ein normales Haus. Hier mit einem Querfirst. Hört aber das Dach hier auf in der Mitte, bricht senkrecht ab. Der Querfirst geht hier durch, wie ein normales Dach. Wir kommen dann auf der Seite zu unserem Haupteingang, den wir natürlich auch wieder hier schön mit einem Baum, bisschen Grünzeug links und rechts angelegt haben. Kommen nach innen. Ich zeige euch auch mal hier kurz den Schlafbereich. Hier an diese weißen Fensterelemente muss ich mich noch gewöhnen. Die sind neu. Hier geht das Wasser raus, geht in den Wasserfall über. Und wir sind hier Richtung Villagerdorf und Richtung Sonnenuntergang.
anderen Seite können wir gerade mal rüber gehen. Die Bäume, die man hier sieht, die haben wir auch alle angepflanzt. Das waren kleine Bäume, die wir gebraucht haben für unsere Bauwerke. Die sind dann so schön groß nachgewachsen und darum habe ich diese stehen lassen und tut mir auch schwer, die abzuholzen. Ja, das war es soweit von meiner Welt. Hier ist noch ein kleiner Garten angelegt mit Getreideterrassen hier nach unten. Da haben wir auch also diese kleinen Tümpel hier verbunden miteinander, die dann zu einem See werden hier unten, wo auch wieder eine Bank steht zum Angeln und von etwas Regen gedüngt werden. Ich würde vorschlagen, ich schalte noch mal ganz kurz um auf trockenes Wetter und wir sehen uns gleich wieder. Einen Moment bitte. Und somit wird es wieder schön Wetter. Es wird langsam Abend. Die Sonne geht unter. Und wir fliegen noch einmal hier rum mit dem Blick auf unsere Gebäude. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch für eure lange Treue, dass ihr mir immer so gut mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn ich mal wieder nicht weiter weiß. Und wir schauen uns hier die Sonne nochmal an, wie sie durch unser Gebirgsmassiv hier durchkommt. Und zum Schluss haben wir hier noch unseren Turm. Mit dem möchte ich das Ganze beenden. Den finde ich sehr gelungen. Und unten am Turm haben wir nämlich einen schönen Pool, der beleuchtet ist, der das Wasser spendet für den Wasserfall unten drunter. Und den Mond im Hintergrund. Schön. Ich möchte mich, wie gesagt, ganz herzlich bedanken und hoffe, dass ihr mir noch lange treu seid. Und ja, somit möchte ich mich bei euch verabschieden und bis zum nächsten Mal verbleibe ich wie immer euer Eddie.